Leute, neues Video in der Rubrik Urlaubsfotos schnell verbessern. Das Foto heute hat gemacht die Christine Thomas, die war schon zweimal mit uns im Fotocamp in Portugal. So eine ganz verrückte Fotografin, die ist, wenn wir los sind, springt die aus dem Auto und hat schon gleich 10 Motive. Also wir fahren an ganz vielen Sehenswürdigkeiten rum, die ist immer auf Achse, immer überall und macht auch richtig coole Fotos, findet auch Ecken, wo wir immer denken, wo war die denn, obwohl wir schon 10-mal da waren. Ich zeige euch mal ein Foto. Das hier ist eins davon. Das ist am Cabo de Roca, glaube ich, heißt es. Das ist der westlichste Punkt in Europa. Da steht ein großer Leuchtturm und da kann man so ein bisschen an der Küste entlang gehen und so. Gibt es viele richtig coole Motive. Unter anderem ist dabei dieses Foto hier entstanden. Finde ich so schon sensationell. Kann man fast so auch stehen lassen. Aber wir haben mit so ein paar Ebenen, so einem kleinen bisschen Spielereien, das draus gemacht. So soll es gleich aussehen. So kommt es aus der Kamera und so soll es aussehen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Ruckzuck. Also wichtig ist jetzt erstmal zu wissen, dass wir keine Fototapete machen und dass wir nicht ein Hochglanzmotiv irgendwie erzeugen wollen, was in A3 ausgedruckt werden soll, sondern das soll einfach eine schöne Erinnerung bleiben, die wir vielleicht auf Social Media oder so posten. Also wir können da gerne ein bisschen rumfuschen und das machen wir jetzt einfach mal. Wir duplizieren mal die Ebene und wir gehen in unseren Filter Kamera RAW. Leute, das Ding ist so unfassbar mächtig. Da kann man schon so viele Sachen mitmachen. Das ist echt gigantisch. Wir spielen einfach mal ein bisschen rum. Wir gehen mal in die Lichter, machen die schon mal ein bisschen runter. Und wir gehen noch mal in die Tiefen, dass wir ein bisschen mehr Details bekommen. So, und jetzt würde ich schon gleich anfangen. Ich sehe gerade hier, es steht noch jemand kurz am Abgrund. Ja, den machen wir gleich weg. Ihr merkt schon, das ist eine Sache, auf die wir nicht so wirklich vorbereitet sind. Wir gucken uns das Foto an und legen einfach los. Deshalb möge man mir verzeihen, wenn es hier nochmal einen Schritt zurückgeht oder wir irgendwelche Aktionen nochmal wieder verändern. Was ich bei solchen Fotos trotzdem immer gerne mache, ist, dass ich nicht auf ganze Bild arbeite, sondern mir immer nur Teile raussuche. Also Himmel, vielleicht den Berg, das Wasser hier vorne. Und das machen wir, indem wir hier oben eine Maske erstellen. Und in der neueren Version gibt es immer schon diese voreingestellten Modis, dass ich sagen kann, wähl mir doch den Himmel mal aus. Und was jetzt rot ist, kann ich bearbeiten mit all diesen Regler hier. Und das ist schon gigantisch. Schaut mal, wenn ich jetzt anfange, hier mal nur im Himmel die Lichter wegzunehmen. Ich mache das mal so. Ich gebe dem vielleicht noch ein bisschen Kontrast. Oder ich gehe noch mal ein bisschen weiter runter und sage noch mal ein bisschen Dunst entfernen. Also der ist immer mit Vorsicht zu genießen. Der macht zwar ein Bild immer ziemlich schnell sehr knackig, aber das wirkt auch zu schnell, zu doll. Das wollen wir nicht. Gibt es auch viele, die das cool finden. Ich finde es nicht so cool, aber das soll jeder machen, wie er möchte. Ein bisschen übertreiben tun wir hier schon. So, jetzt haben wir nur diesen oberen Bereich ausgewählt. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen ums Wasser kümmern und dafür würde ich mir einfach nochmal so eine Maske erstellen und da kann ich hier einfach aufs Plus klicken und er fragt mich, welche Maske? Will ich ein Motiv auswählen oder den Himmel oder ich nehme dann einfach einen Radialverlauf. Das mache ich in dem Fall mal. Den ziehe ich mir hier mal auf. Ein bisschen länglich. Mit gedrückter Maustaste. Und wenn ich loslasse und bin ein bisschen außerhalb, dann seht ihr diesen Pfeil, der so gebogen ist. Dann kann ich mir das so ein bisschen hindrehen, wo ich es hinhaben will. Und wo es rot ist, da wird bearbeitet. Ich habe hier auch eine ziemlich weiche Kante eingestellt. Weiche Kante bedeutet, wenn ich den Regler hier auf harte Kante setzen würde, dann ist genau hier diese Grenze und das sieht natürlich blöd aus. Wir wollen ja so einen lockeren Verlauf haben. Man soll ja nicht so wirklich sehen, dass wir das manipulieren. Also machen wir die Kante mal wieder schön weich. Ich habe die zwar nicht auf 100, aber knapp drunter, so ungefähr. So, alles was in diesem Kreis ist, wird jetzt bearbeitet. Und da gucken wir doch auch mal, was passiert mit dem Wasser, wenn wir da mal ein bisschen Lichter weggeben, vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen und auch ein bisschen Dunst entfernen und vielleicht auch ein bisschen mit der Farbtönung spielen. Guck mal, es ist ein bisschen grüner und ein bisschen blauer. Also oftmals ist es tatsächlich ja so, dass das, wenn man es live sieht, auch viel geiler aussieht als das Foto, das nachher hergibt. Von daher ist das gar nicht so ein wirkliches Manipulieren. Eigentlich ist das eher so ein Richtigstellen. So, lasse ich erstmal so. Ich will es nicht zu doll machen. Ich mache noch eine Maske
und ich mache nochmal einen Radialverlauf und ziehe mir den über diesen Berg da hinten und will dann nur ein bisschen Dunst wegnehmen, dass der ein bisschen mehr zum Vorschein kommt und ein bisschen krasser wirkt. Den können wir vielleicht so auch machen. Ticken grüner machen. Und eine letzte erstelle ich mir nochmal. Das mache ich auch mal ganz gern. Die ziehe ich hier komplett rüber und dunkel den Rand so ein bisschen ab. Das heißt, ich muss jetzt ja diese Maske umkehren, weil jetzt im Moment würde ich alles innen bearbeiten und ich will es außen bearbeiten. Und dafür klicke ich hier einmal drauf. Und ihr seht, alles, was jetzt rot ist, außen, das wird jetzt bearbeitet und das würde ich mal ein bisschen vielleicht abdunkeln. So, okay. So im Groben gefällt mir das schon ganz gut. Na, wir können noch eine Sache machen. Neue Maske erstellen und jetzt nehme ich mir den Pinsel. Und jetzt kann ich mir hier Stellen ausmalen, wo ich was verändern möchte. Und dann nehme ich mal hier so diesen Sand. Ihr seht, ich mache das gar nicht so ganz. Ah, das kann gefährlich werden. Muss gar nicht so ganz genau sein. Wir können da ein bisschen über die Kanten malen und dem gebe ich mal ein bisschen Farbe dazu. Also wenn es zu doll ausschlägt, blau soll es nicht werden. Das ist nur, dass man mal sieht, was passiert. Da gebe ich auch mal ein bisschen mehr Knacke rein. Ich bestätige das mal mit. Okay. So, eigentlich haben wir nur einen einzigen Filter bedient und das Foto sieht schon so aus. Ganz cool, ne? Wir duplizieren mal diese Ebene und ich glaube, ich probiere mal, ich mache es ein bisschen größer, den jungen Mann oder die junge Dame da mal wegzukriegen. Ich will sie mir mal aus mit dem Lasso-Werkzeug so einmal rum, ein bisschen Rand lassen. Ja. Und wenn ich in dieses Feld klicke und sage Fläche füllen, inhaltsbasiert, das ist wichtig, dann schauen wir mal, was passiert, die ist weg. Und mit Steuerung D oder mit Command D hebe ich diese Auswahl dann auf. Und mit Command 0 habe ich das Foto immer wieder komplett hier so in meiner Fläche. Was ich zwischendurch immer mal mache, ist, um die Belichtung zu kontrollieren, ob die soweit korrekt ist, ist mit Command L die Tonwertkorrektur aufzurufen. Und dann sehe ich hier das Histogramm und ich sehe, dass da in dem allerersten Stück überhaupt keine Farbwerte sind. Also ziehe ich den mal ein bisschen ran und ich sehe, das Bild wird wieder heller und ist jetzt, glaube ich, ja, cool belichtet. Der Himmel ist ein bisschen doll, oder? Aber es ist, glaube ich, erstmal noch nicht so schlimm. Ja, finde ich eigentlich schon ganz cool. Was können wir noch machen? Wir können noch mal, ja, wir werden noch mal das Gras hier so ein bisschen mehr hervorheben. Und das machen wir mit einer Methode, das nennt sich, glaube ich, farbig abwählen. Ich weiß immer gar nicht genau, wie die Fachbegriffe da sind. Ich erstelle mir mal eine neue Ebene und ich nehme mir das Füllwerkzeug. Vordergrundfarbe muss schwarz sein. Ich nehme mir das Füllwerkzeug und klicke einmal aufs Bild. Das Bild wird schwarz, das macht aber gar nichts. Ich ändere jetzt den Modus für die Ebene und gehe mal auf farbig abwedeln. Jetzt ist das Bild wieder zu sehen und jetzt brauche ich ja eine Farbe, mit der ich hier rumwedel. Und die nehme ich mir aus einer Farbpalette. Hier oben gibt es Farbfelder. Wenn die hier bei euch nicht angeklickt sind, könnt ihr hier unter Fenster, da müsste sie dann irgendwo erscheinen. Und wenn ihr es anklickt, dann habt ihr sie auch da. Und da gibt es verschiedene Ordner. Ich suche mir jetzt mal einen Grünton aus, der vielleicht ein bisschen heller ist als das, was wir da jetzt haben. Ich probiere den mal, ich klicke den mal an. Und nehme mir einen Pinsel. Und den Pinsel, das ist ganz wichtig, den lasse ich in der Deckkraft bei 100%, aber habe nur ganz wenig Fluss. Ich nehme jetzt mal so 3-4% habe ich, glaube ich, immer. Ich nehme mal 3%. Und dann male ich hier einfach mal. Und schauen wir mal, was passiert. Und jetzt denkt man, hey, da passiert ja gar nichts. Das stimmt aber nicht, da passiert schon was. Ihr merkt, wenn ihr hier ein bisschen rüber klickt, immer mal ein bisschen mehr, dann passiert da schon was. Könnt ihr nämlich sehen, indem wir jetzt hier mal vorher, nachher. Seht ihr das? Vorher, nachher. Also da kommt schon was. Wichtig ist dabei wirklich, dass man sich Zeit lässt und immer mal zwischendurch kontrolliert und nicht einfach zu schnell zu lange malt, weil dann ist der Effekt oftmals schon gleich viel zu doll. Aber die Wiese soll ja schon ein bisschen
grüner und saftiger und so sein. Alles, was jetzt so grün ist, kommt hier mal ein bisschen hervor. Guck mal, da können wir da auch noch mal ein bisschen rüber malen. Das sparen wir mal nicht so. So, und jetzt kommt das alles schon mal ein bisschen mehr hier hervor. Da können wir auch noch ein bisschen was geben. Ja, super. Das ist cool. Wir können uns auch noch eine andere Farbe suchen jetzt einfach. Wir klicken nochmal auf die Farbfelder. Wo wollen wir denn nochmal ran? Vielleicht ans Wasser. Nehmen wir uns nochmal diesen Ton vielleicht. Ich mache mal kurz einen Strich. Ah, da müssen wir aufpassen. Mit Command Z kann ich immer einen Schritt rückwärts gehen. Trotzdem will ich es einmal probieren. Ich mache es mal einen Ticken größer und wische da vielleicht nur so mal kurz rüber. So. Und so. Mit Command 0 habe ich das Bild hier wieder ganz oben komplett. Ich kann jetzt mal diese oberen Ebenen zusammenfügen. Ich markiere mir die mal mit gedrückter Command-Taste und rechte Maustaste auf eine Ebene reduzieren. Dann habe ich schon mal den Schritt soweit fertig. Boah, das sieht schon echt ganz cool aus, muss ich sagen. Der Himmel ist mir ein Ticken zu doll. Da gehe ich nochmal in den Kamera-RAW-Filter und mache mal einen Verlauf nochmal kurz. Also nochmal Filter, Kamera-RAW-Filter. Und wenn der da ist, suche ich mir entweder den Himmel aus. Ich kann aber auch sagen, ich will einen linearen Verlauf haben. Das heißt, ich kann mir jetzt hier von oben nach unten was aufziehen. Und wenn ich möchte, dass das exakt gerade nach unten geht, dann halte ich die, und jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt, diese Groß-Kleinbuchstaben-Taste fest. Oh Gott, ist das peinlich. Ihr wisst aber, was ich meine. So, jetzt haben wir hier oben die Fläche, die rot ist. Die wird wieder bearbeitet. Und da nehme ich vielleicht mal ein bisschen Sättigung wieder raus. Das ist, ja, ich glaube, so ist es. So ist es schöner. Ja. Ja, okay. Ich drücke nochmal okay. Ich drücke nochmal Command L, also rufe mir nochmal die Tonwertkorrektur auf. Mach das ganze Ding nochmal einen Ticken heller und vielleicht an einer Seite einen Ticken dunkler, dass es knackiger ist. Und was ich als letzten Hack, weil jetzt knallt das hier vorne schon ganz schön, als letzten Hack immer noch finde, ist, sieht cool aus, wenn man das so ein bisschen mattiert. Heißt das so? Ich glaube ja. Ich mache das immer mit Korrektur, Gradationskurve und hier unten in der Ecke ein Stück hoch, ein Stück rein. Guck mal, das ist so der letzte Kick, den er noch so bekommt. Ja, also so gefällt mir das schon echt gut. Wenn das zu viel ist, kann ich hier auch noch in der Deckkraft wieder ein bisschen runtergehen. Schauen wir uns das Ergebnis am Ende nochmal an. So sah das Bild vorher aus. So sieht das Bild jetzt aus. Vorher, nachher. Also ich finde das schon richtig cool, was man mit ganz, ganz wenigen Schritten machen kann. Wie lange hat es gedauert? Ich verschätze mich da immer so. Ich denke immer, das sind nur 5 Minuten und am Ende sind es doch 10. Aber das ist das Foto auf jeden Fall wert. Also, Christine, tolles Foto. Haben wir beide zusammen jetzt nochmal ein bisschen aufgepeppt. Machen wir demnächst noch mit weiteren Fotos. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.